Hoje, então, vamos ler de Mateus 24, 19 a 24. Wer aber den Schwanger und der Stillenden in den jenen Tagen? Bettet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würden kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Aserwelten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auferstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Aserwelten zu verführen. Pena, dos Schwangeren, acho que é gestante, será? Isso das que vão dar luz, gestantes, e dos Stillneck parado. Ah, não, os que as mães, as recém-mães. Naquele dia, orem para que a vossa fuga não seja no inverno, não aconteça no inverno nem no sábado. Então, porque então haverá tamanha opressão como jamais o começo do mundo viu e nem irá ver. Quando o esse O, e se o dia não fosse encurtado, nenhuma carne seria salva. Mas para os escolhidos, o dia será encurtado. Quando alguém vos disser, veja, o Cristo está aqui ou lá, não acredite nele, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. Porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes coisas e maravilhas. E, se possível, também enganarão os escolhidos.